Wie sah heute dein Tag aus? Also um 6 Uhr hat der Wecker geklingelt, dann habe ich geduscht, in der Zwischenzeit mir einen Kaffee vorbereitet, den entspannt getrunken und dann bin ich zur Arbeit gegangen. Und hier sitze ich jetzt. Du hast dir ein großes sportliches Ziel für 2023 gesetzt. Yes. Erzähl mal. Ja, ich mache tatsächlich meine erste Langdistanz. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt schon passiert. Wenn man mich vor 2 Jahren oder so gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ah nee, will ich noch gar nicht, vielleicht irgendwann mal. Ja, und dann gerät man da so rein. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Wann hattest du das erste Mal die Idee oder die Vorstellung, dass du irgendwann mal eine Langdistanz machst? Ich glaube, als meine Schwester das gemacht hat, die ist 7 Jahre älter als ich und man will wahrscheinlich immer das machen, was die große Schwester auch macht, aber damals, ja, fand ich das unvorstellbar, dass man das macht. Wusste damals dann auch erst, dass es sowas wie Triathlon gibt und dass Menschen sowas machen und das, ja, war wahrscheinlich so der Auslöser, dass ich gedacht habe, ja, vielleicht irgendwann mal. Durch Corona war das wahrscheinlich, ist es so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil ich da, ja, da war nicht klar, was überhaupt jemals wieder stattfinden wird. Und ich glaube, dann letztes Jahr spätestens beim Ironman Frankfurt, als ich da dann wieder mal war und zugeguckt habe und meine Freundinnen gestartet sind und ich ein paar Trainingseinheiten mit denen gemacht habe und so, wusste ich, dass es dann nächstes Jahr soweit sein wird. Wann hast du deinen ersten Triathlon gemacht? 2019 erst. Und dann 2 Jahre nix und jetzt mache ich das. Aber eine Mitteldistanz war noch dazwischen. Wobei es stimmt gar nicht. Meinen ersten Triathlon habe ich eigentlich schon 2016 oder so gemacht. Das war der Zehn-Freunde-Triathlon in Frankfurt. Aber mit Schwimmen im Becken und so weiter und Fahren auf dem Mountainbike durch eine Strecke durch den Wald ist ja ein Triathlon, aber so richtig erst 2019. Kann man jetzt mit dem Stand jetzt sagen, dass das ganze Training davor und alle Rennen, das waren jetzt nicht so viele, die du bisher gemacht hast, alles Vorbereitung für die Langdistanz war? Ja, wahrscheinlich schon. Also die Mitteldistanz definitiv, weil ich da schon wusste, dass eben nächstes Jahr dann die Langdistanz ansteht. Ich habe mir aber nie Gedanken gemacht, dass ich das irgendwie nicht schaffen könnte oder so. Aber ich bin dann schon mit einem anderen Mindset irgendwie da rangegangen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, bei der Mitteldistanz, ja, geil, und nächstes Jahr dann das Doppelte. Mal gucken, wie das so wird. Aber ich habe keine Angst davor. Ich habe Respekt, definitiv. Aber ja, ich bin mir ganz sicher, dass ich das schaffen werde mit der richtigen Vorbereitung. Im Trainingskalender steht schon, dass es noch 8 Monate sind. Das klingt erschreckend wenig irgendwie. Wahrscheinlich ist es aber gar nicht so wenig. Vorbereitungswettkampf ist schon eingeplant. Das wird der 73 Kraichgau, weil der einfach vom zeitlichen Abstand ziemlich perfekt liegt. Zu Frankfurt ist eine ähnliche Streckentopografie, deshalb habe ich mir das ausgesucht und nichts super Flaches in Hamburg. Ja, und ich finde auch, dass das ein schönes Rennen ist mit einem schönen Badesee, in dem man schwimmen kann. Da freue ich mich drauf. Trainingslager habe ich noch nichts gebucht, würde ich aber gern eins machen im April irgendwann. Genau, das muss ich mir noch genauer überlegen. Und wenn das nicht klappt, dann mache ich eins zu Hause. Das wäre auch denkbar auf jeden Fall. Sprung zum Rennen, welche Ziele hast du dir gesetzt? Ja, die Frage kommt natürlich immer mal wieder. Mein Ziel ist in erster Linie mal gesund und verletzungsfrei durch die Vorbereitung zu kommen. Und der Rest kommt dann, glaube ich, von alleine. Wenn da dann am Ende des Tages eine 11 vorne steht, dann wäre das unfassbar. Aber da denke ich jetzt noch nicht dran. Da denke ich vielleicht dann im Rennen dran oder einfach, wenn ich weiß, wie das Training so abläuft und wie ich das alles so verkrafte. Da freue ich mich auch am meisten drauf, also meinen Körper zu beobachten, wie der so auf alles reagiert, wie ich mich vielleicht auch verändere, also sei es körperlich oder mental. Hoffentlich verändert sich was, sonst bräuchte ich nicht trainieren dafür.
Ja, aber auch davor habe ich keine Angst oder so, sondern ich bin einfach nur sehr freudig gespannt, was ich dann so aus mir rausholen kann. Glaubst du, eine Langdistanz ist für jeden machbar? Ich finde, dass es nicht jeder machen muss, auf keinen Fall. Und ich finde es auch schwierig, diese Mentalität, dass man nur richtiger Triathlet ist, wenn man schon eine Langdistanz gemacht hat oder so. Das sehe ich überhaupt gar nicht so. Grundsätzlich wahrscheinlich schon. Also mit einer gewissen Grundfitness und einer langen Vorbereitungszeit und bestenfalls auch schon ein paar Jahren Erfahrung im Ausdauersport. Die habe ich definitiv, nur eben noch nicht so viele Triathlons gemacht, aber ich mache seit ich 17 bin regelmäßig Ausdauersport und bin schon Marathon gelaufen und so weiter und schon sehr lange Fahrrad gefahren. Deshalb, ja, das finde ich, sind so Voraussetzungen, die man haben sollte, damit das auch ein schönes Erlebnis wird und man sich da nicht nur durchquält. Ja, der Plan ist, dass ich jeden Monat eine Kamera dabei habe, nicht 24/7, aber so bei bestimmten Trainingseinheiten oder wenn dann die Leistungsdiagnostik ansteht, wenn ich dann tatsächlich im Trainingslager bin, einfach wie meine Vorbereitung aussieht. Da möchte ich gern alle mitnehmen, ja, und da berichten, wie es mir dabei so ergeht, was gut läuft, was ich auch für Schwierigkeiten vielleicht habe und wie ich da rauskomme vor allem. Möchtest du Leute damit auch inspirieren? Ja, auf jeden Fall. Also gerade, ich bin eine Frau offensichtlich und beim Zugucken letztes Jahr, da ist mir eben aufgefallen, wie wenig Frauen da wirklich am Start waren. Und das konnte ich gar nicht nachvollziehen wirklich, weil ich auch eben viele Freundinnen habe, die auch Triathlon machen und auch Langdistanz und das gar nicht in Frage gestellt wird. Und da ja, scheint ja aber irgendwie eine gewisse Hürde da zu sein und die würde ich gern versuchen abzubauen. Also ich bin keine Übersportlerin oder so, sondern echt relativ normal und durchschnittlich. Ja, und wenn sich da jemand zu inspiriert fühlt, es mir gleich zu tun, dann würde mich das sehr freuen.